Es ist Ebbe. Wir fahren auf dem nassen Sand. Nur so können wir überhaupt zum Leuchtturm gelangen. Er liegt an der Spitze der Landzunge. Früher fuhr einmal die Woche der Versorgungsbus zu den Leuchtturmwärtern und ihren Familien. Jeden Mittwoch, seit 1946. Und Touristen wurden damals auch schon mitgenommen. 1984 wurde der Leuchtturm automatisiert. Der letzte Leuchtturmwärter ging in Pension. Seitdem fahren die alten Militärbusse nur noch die Touristen her. Die Firma blieb die gleiche. Und die merkte schnell, dass die Fahrt mit solch einem Bus aus den 50ern eine Attraktion ist. Im Bus ist Platz für 15 Personen. Heute sind die meisten gut gelaunte Neuseeländer im Sommerurlaub.